Arafat marschiert nun aus dem Gerichtssaal als freier Mann. Und somit ist er der Sieger nach all den Jahren. 114 Prozesstage gab es in Berlin und noch etliche andere außerhalb. Es wurde so gut wie über alles Mögliche gestritten. Alles in der Vergangenheit war dem einen oder anderen ein Dorn im Auge. Doch damit ist Schluss. Es konnte scheinbar nichts bewiesen werden von all dem, was man dem Geschäftsmann vorgeworfen hat. In der Zeit, wo sie zusammengearbeitet haben, war der Rapper Bushido untouchable. Keiner hat sich getraut, ihn zu dissen oder auch nur nah zu kommen. Wer das getan hat, bekam Stress ohne Ende. Meistens hat Bushido jeden Beef gewonnen. Als dann die Trennung stattfand, flüchtet Bushido nach Dubai, mit dabei auch seine ganze Familie. Nun packt Arafat aus und bringt ein Buch raus, wo er alles erzählt, was passiert ist. Er musste all die Jahre schweigen, da er sonst Sachen ausgeplaudert hätte, die eventuell vor Gericht problematisch wären. Jeder kann jetzt ein Exemplar vorbestellen. Weitere Informationen zum Buch findet ihr in der Beschreibung oder auf meinem Instagram-Account Rapcheck. Schaut da vorbei und viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Arafat Abou-Chaker. Wie ihr bereits wisst, habe ich einen lupenreinen Freispruch bekommen. Die Lügen haben immer kurze Beine und es hat sich auch vor Gericht bewiesen, dass mein ehemaliger Geschäftspartner nur leider gelogen hat. Wie sagt man so schön, am Hintern sind die Innenfett, jetzt bin ich dran. Ja. Ich bringe ein Buch raus, das könnt ihr ab Samstag vorbestellen unter Arafat Abou-Chaker, klartext.de. Die Linke werde ich euch noch einspeisen hier unten. Und das ist erst der Anfang, ist ein kleines Leckerli und lasst euch überraschen für weiteres. Arafat Abou-Chaker, Klartext. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Seid ihr schon gespannt auf das Buch von Arafat und denkt ihr, dass Bushido darauf reagieren wird? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.